Ja, wir sind jetzt zwar, glaube ich, nicht im Keller. Nee, das müsste das Erdgeschoss sein, aber es wirkt auf jeden Fall wie ein Keller. Denn Keller sind grundsätzlich der Ort, wo man in Horrorspielen und Filmen niemals hin will. Und auch hier, würde ich sagen, ist ein ganz toller Ort, an dem allerdings niemand sein möchte. Ich sollte wahrscheinlich mal meine Waffen einsetzen, einfach aus dem Grund, weil ich sonst mich immer weiter darüber beschweren werde, dass wir niemals Sachen finden. Aber heimlich ist doch erstmal immer eine schöne Lösung. Solange ich rausfinden kann, in welchem Pattern der Typ hier rumläuft. Da rein. Ziemlich weit rein. Und dann wahrscheinlich wieder bis da hinten zu der Tür. Dann werde ich ihm mal gleich folgen. Ja. Oh, das war ganz knapp. Der hätte mich fast gehabt. Ich habe jetzt offenbar kein ganzes Messer verbraucht. Ach nee, die Klickerfähigkeit ist nur, falls mich frontal einer angreift und ich mich dann aus seinem Griff befreie, dann verliere ich ein ganzes Messer. So, da hinten ist ein Bloater. Die sind hier auf jeden Fall schon ein bisschen länger infiziert. Ja, komm, ich hab ke eigentlich habe ich keinen Bock, die alle fällt. Oh, was? Ich sollte meine ganzen Messer wahrscheinlich nicht verbrauchen. Also eins sollte ich übrig lassen. Aber ich kann ja, denke ich, genug herstellen. Ich habe ja immer genug Material dabei. Ich war gerade überlegen, ob ich alle fertig machen soll und dann in Ruhe nochmal hier durch die Räume gehen will, alles zu durchsuchen. Aber das würde ziemlich viel Aufwand kosten mit dem Bloater und so in engen Räumen. Oh, scheiße, der steht da mitten im Weg. Ich meine, es wäre, weiß ich nicht, ob das spaßiger wäre. Was euch eher. Bisher hat mir keiner gesagt, ob es ihm irgendwie besonders gefallen würde, dass ich mal irgendwo mit Karacho und. Ihr wisst schon. Mit heftig viel Gewalt. Mit heftig viel Gewalt rumlaufe. Und alle fertig mache. Vor allem, weil ich dann Munition loswerden kann. Vielleicht sollte ich das hier mal machen, aber. Eigentlich auch nicht. Ich habe eigentlich keinen Bock da drauf. So, wenn ihr mir das nicht sagt, dass ihr euch das wünscht, dann mache ich das auch wahrscheinlich weiterhin nicht. Denn ein Zeichen, dass überall Sachen rumliegen, liegen bleiben müssen. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass ich meine Stealth-Arbeit gut mache. Oder? Schätze ich. Ich habe keinen Bock, den Bloater hier in solchen. No. Nee. Gerade keinen Plan, wo der langläuft. Ich habe die ganze Zeit nicht darauf geachtet. Ich habe zu sehr mich darauf konzentriert, mit euch zu reden. Okay. Ah, guck mal. Flammenwerfer, haben wir doch ein bisschen was mitnehmen können. Und noch mehr Flammenwerferzeug. Und noch mehr Band. Ach, guck mal. Dann können wir nochmal zurückgehen wenigstens und Scherenteil da. Guck mal, Scherenteile, Klingen. Da. Okay, dann haben wir jetzt wieder alles. Perfekt, ist wieder alles voll. Fertigungszeit, kommt, ach, ist doch egal. Ich habe vorher immer darauf geachtet, dass ich die ganzen anderen wichtigen Fähigkeiten ausbaue und jetzt habe ich irgendwie gerade
Kennt ihr das, wenn ihr die ganze Zeit eine Linie fahrt und irgendwann habt ihr den einen Tag, an dem euch alles scheißegal ist und dann macht ihr einfach direkt irgendwas anderes? Das ist heute so der Tag. Im Lauschmodus läuft man übrigens automatisch langsamer, das ist ganz praktisch. Ach, guck mal, das geht von hier aus. Oh. So, der soll ruhig ein bisschen schlafen noch. In dem Raum waren wir ja schon. Wobei nicht ganz. Hier traue ich mich jetzt gerade mal im Normaltempo zu schleichen. Weil ich glaube, wenn der da vorne pennt, dann hört der nicht alle. Ach, guck mal, hier ist die PS3. Was steht da drauf? Das ist mir, habe ich nie wahrgenommen, dass da, glaube ich. Doch. Das ist auch genau das Logo, ne? Ich habe neulich erst rausgefunden, dass die das PS3-Logo nach dem, mit dem Spider-Man, mit dem damaligen Spider-Man-Font, also mit dem, mit der Schriftart gemacht haben. In der Hoffnung, dass das irgendwie mehr Käufer anzieht, weil man den Schriftzug schon kannte von Spider-Man eben. Irgendwie so, sowas habe ich mir erzählen lassen von irgendeinem Video. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ist es mir danach auch aufgefallen, dass der PS3-Schriftzug der Spider-Man-Schriftzug ist. Das habe ich vorher nie aktiv bemerkt. Also war das eigentlich eine ganz interessante Information. Ich fand ihn gar nicht so schlecht übrigens. Aber gut, es ist halt auch bei der PS3, das war meine erste, nee, meine erste PlayStation war die PS1, aber die PlayStation 3, das war so die erste, wo man, weiß ich nicht, noch schon in dem Alter war, wo man alles aktiv, wo man alles richtig wahrnimmt. Ihr wisst schon, so PlayStation 1 mit 8 Jahren oder so, da sieht man das als billiges Spielzeug oder so, da sitzt man 10 Minuten dran, hat dann keinen Bock mehr und, ach, das ist eine schlechte Erklärung, nein, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine, wenn ich sage, dass, wenn ich aktiv wahrnehmen sage. Ja, war auf jeden Fall mit der PS3 so bei mir und, deswegen ist die schon was Besonderes und deswegen ist das auch für mich meine Einsteiger-PlayStation und deswegen finde ich den Schriftzug da auch geiler als den, den die für die nachfolgenden PlayStation-Produkte genutzt haben seitdem. Macht aber nichts. Denn das, was sie jetzt aktuell haben, ist auch schön. Das Einzige, was ich richtig schäbig fand, war PS Vita. Allein, weil der Name nicht geil war, aber auch der Schriftzug. Der sah einfach kacke aus. So. Ich glaube, wir haben alles. Hier ist noch eine PlayStation. Also es waren auf jeden Fall Zocker hier unterwegs. Ach, und diese guten alten... Kennt ihr noch diese VHS-DVD-Rekorder? Der konnte... Die guten Geräte konnten DVDs aufnehmen und VHS aufnehmen. Die schlechten Geräte konnten nur DVD abspielen und VHS aufnehmen. Sowas wollte ich immer haben. Als ich weiß gar nicht, warum ich das unbedingt haben wollte. Haben wir nie gehabt, sowas. Aber ich habe auch nicht so viele Sendungen aufgezeichnet. Also aus dem Grund macht es auch nicht so viel Sinn, das haben zu wollen. Jetzt muss ich mal kurz leise sein. Ich glaube, es ist etwas... Ich glaube, die Tür... Ich weiß gar nicht, ob das ausreicht mit der Tür. Ich mache mal Folgendes. Oh, oh. Bitte, 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 okay, das war knapp. Das hat mich schon nervös gemacht. Ich frage mich, ob ich den abschießen hätte können durch die Fenster der Tür, aber ich... Das ist die Munition dann auch nicht wert. Ach, was haben wir hier denn Feines? Haben wir uns wenigstens eine Belohnung verdient hier? Ach, ein Zettel. Wahnsinn, toll. Ja, das ist eine angemessene Belohnung. Gut. Also, found this in town. What the fuck? No one's coming. Das dürfte ja wohl schon klar sein, worum es geht. US-Militär gibt Suchaktion auf. Von Lev Benioff, Feldreporter. Im Zuge des aktuellsten WHO-Berichts, nach dessen Angaben durch die CGI-Infektion rund 60% der Weltbevölkerung getötet oder infiziert wurden, hat das US-Militär eine Erklärung verabschiedet, nach der alle Suchaktionen aufgegeben werden.
In einem Bereich von bis zu 15 Kilometern um die Grenzen der Quarantänezonen herum wird weiter nach Bürgern gesucht, die hineingelangen wollen. Doch es wird nicht weiter nach Personen gesucht, die möglicherweise in schwer erreichbaren Gebieten festsitzen. Generalstaatsanwalt Arthur Munro machte in einem Brief deutlich, in der Stadt gefunden. So ein Scheiß. Niemand kommt. Ja. Offenbar ist die Uni weit genug außerhalb um Quarantänezonen, dass da keiner mehr gesucht hat. Was kommt davon, wenn man auf dem Land wohnt? Oder so? Eigentlich müssten Unis relativ zentral sein, würde ich sagen. Aber es gibt, glaube ich, genug, die quasi ihr eigener Stadtteil sind. Und dann sind die schon mal etwas weiter weg. Klopapier gibt es immerhin noch. Und es ist falsch rum aufgehängt. Kann man leider nicht mehr benutzen. Nichts. Es müsste doch so eine Art Belohnungsraum sein, weil man es gerade geschafft hat durch den Keller. Voll unhöflich. So. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass das Spiel offenbar davon ausgeht, dass wir viel mehr Munition und Sachen verbrauchen, als wir es tatsächlich tun. Was ein indirektes Lob ist. Würde ich sagen. Ach nee, ach, das ist eine andere Etage. Das ist ein anderer Dings. Ich wollte gerade sagen, wir hören den Bloater nicht mehr. So, die Flasche kann ich sogar gebrauchen. Perfekt. Das hat sich gelohnt. Dabei müsste das doch eigentlich dieser Gang sein hier, oder? Wir sind doch eigentlich nur gerade durchgelaufen, oder? Ach nee, da hinten links. Da, wo ich jetzt hinziele. Da ungefähr in dem Gang da hinten. Da hinten um die Ecke. Da sind wir reingegangen. So. Ach, frische Luft. Ach, guck mal. Joe, bist du okay? Was war denn los? Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Diese Gegenden gefallen mir. Es ist nicht zu warm, meistens auch nicht zu kalt. Einfach schön. Achso, ja. Ganz vergessen, warum ich hierher gekommen bin. So, wenn jetzt mal kein Benzin drin ist, das wäre natürlich wünschenswert. Ich weiß nicht, wie schwer das Rätsel ist, also wie schwer die Quicktime-Sachen sind auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Ha, geschafft! Ja, komm schon durch. Los. Die Klicker. Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Ich auch. Guck mal, was haben wir denn hier? Ah, perfekt. Erneut können wir nichts verwenden davon. Rutsch mal. Rutsch mal. Ich finde Joels deutsche Stimme übrigens sehr gut. Deswegen spiele ich das Spiel sehr gerne auf Deutsch. Es gibt nur noch Leute, die mögen... Also das englische Original ist natürlich in manchen Punkten ein bisschen besser, weil... keine Ahnung, das ist halt das... die Schauspieler sind ja dann auch physisch hergegangen, haben manchmal Sachen gemacht und das hörte man dann auch in der Stimme. Aber ich finde die Synchronstimme von Ellie super. Und von Joel, die finde ich so unique, einzigartig. Also ich finde die richtig geil, die Stimme. Manchmal passt es, dass eine Stimme nicht passt. Wisst ihr, was ich meine? Troy Baker hat aber auch eine ziemlich eine Stimme, die man, die willst du nicht kopieren. Komm, kann nur schief gehen. Mhm. Ja, hier ist ja viel los, ne? Keine Wache, kein gar nichts. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Jo, kein Problem. Ich gehe erstmal hier rein. Ah ja, perfekt. Wunderbar. Folgen Sie mir. Werte Lady, ich glaube da hinten in der Ecke war nichts, aber da gucken wir natürlich zur Sicherheit mal.
Nur mal ganz grob. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Schade, zu viel. Wüsste ich gerne. Es ist übrigens mittlerweile, glaube ich, irgendwo ganz klar gesehen worden anhand Joels Ausweis und so, der an der Passkontrolle irgendwie wegen den... Ich weiß nicht, ob das im Originalspiel auch zu sehen war, aber... Ach, guck mal. Ich würde es gern haben, aber ich habe noch die dreifach verbesserte Waffe und das ist zu schade, die abzulegen. Obwohl man die Axt auch verbessern kann übrigens. Naja, Joel ist übrigens 18 gewesen, als der Cyber kam. Und er war dementsprechend, 14 war die, glaube ich, weil ich weiß nicht mehr, wie alt die war. Auf jeden Fall, er war 18, als sie geboren wurde. Das heißt, war schon relativ jung. Heutzutage würde er damit auf RTL landen. Wahrscheinlich hatte er das damals noch nicht gehabt. Er hat also sehr viel Glück gehabt in seinem Leben. Ganz schönes Gebäude. Es ist deshalb nur schön, gerade weil das so beleuchtet ist von der Sonne. So. Ach, guck mal. War doch noch nicht von jeder Waffe maximal Munition gehabt. Hört man eigentlich die Vibration vom Controller ab und zu in der Audiospur? Ich glaube nicht. Ich höre das ja immer Probe. Der Controller, den habe ich in der Hand und der ist so auf... Ich lege den manchmal so auf den Tisch auf, wenn ich... Also meine Fäuste lege ich auf den Tisch auf, nur die Vibration geht manchmal durch auf den Tisch. Das Mikrofon ist am Tisch und ihr wisst schon, das geht dann alles, das ist Kettenreaktion. Wir sind übrigens am Richard Harrington Science Lab. Wer ihn nicht kennt, nicht schlimm, ich auch nicht. Muss man auch sicherlich nicht. Parking, no parking anytime. Oh, der kriegt, das wird teuer hier. Hm? Ja. Denn der ist ganz bestimmt schon anytime hier. Geradezu every time. Kennt ihr noch den McDonald's Slogan aus den 90ern? Every time a good time. Das war gut. Das gab es auch als volles Lied. Das fällt mir alle paar Monate, fällt mir das mal ein wieder. Dann schwelge ich in nostalgischen Erinnerungen, rufe die YouTube-Werbungen auf, finde das richtig geil und dann kann ich weiterhin nichts damit anfangen und tue was anderes. Ach, guck mal, Firefly, sehr gut. Wessen Namen? Wir auch mal lebende Fireflies? Das sollten wir. Eric Griggs. Ja, ist schon seltsam, dass sie auch vor allem ihre ganzen Sachen, also dass hier so viel Zeug noch rumliegt hier draußen. Das sieht ja hier wie ein Ort aus, an dem die, wenn sie noch hier wären, aktiv sein müssten, hier in diesen Zelten. Nicht nur in dem Gebäude. Das Gebäude willst du ja auch schützen. Ja. Kann ich hier drauf? Ach. Hier kann ich nicht drauf. Schade. Gut, den Versuch war es wert. Hier und... Okay. Kann auch wenigstens wieder runter. Ja, Ellie, ist es in Ordnung? Ja, perfekt. Das habe ich vorhin nicht gemacht. Gut, hier müssen wir mit dem Pferd rüber. Da kann man nämlich zu Fuß aus irgendeinem Grund nicht drüber steigen. Ganz billige Methode, um uns dazu zu zwingen, das Pferd hier zu behalten. Ah. Gehen wir. Na komm. Ach, dieses... Okay, na los. Was man bei Tieren, bei Pferden immer macht, damit die irgendwas machen. Ich kenne mich nur mit Hunden aus, deswegen kann ich nicht sagen, wie das funktioniert und so weiter, wann man was macht. Aber naja, er kann es offenbar. So, die brauchen wir gleich noch. Ich nehme die jetzt deswegen noch nicht mit, weil ich einmal seine Reaktion schauen will. Wenn er vorm Tor steht, ohne dieses Ding. Denn das Tor, was da unten an der Straße war, müssen wir ja überwinden. Hey, wie wär's da drüben? Was? Ich komme sofort. Wehe, das ist ein optionales Gespräch.
Ja, scheint der Eingang zu sein. So, das Tor meine ich. Zugerostet. Hier kommen wir nicht durch. Sieht eher. Kommen wir rüber. Sieht eher zu gekettet und nicht zu gerostet aus. So, Ellie, ich zeig dir gleich, wie das geht. Vorher einmal. Ah, schade. Ja, ärgerlich. Gut, was soll's. Musste ich vorher erledigen, war ganz wichtig. So, aber jetzt. Aber dann. Sagt Gina in der ganzen Stadt. Hm? Ah, bergab ist immer leichter. Seht ihr? Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. So. Joel hätte auch Müllmann werden können. So galant und schön, wie er diese Container bewegt, vor allem mit Inhalt. Was ist mit dem Pferd? Das Pferd soll mal mit reinkommen. Wir haben das bisher überall hin mitgenommen. Warum das? Kann doch bestimmt klettern. Ich weiß nicht, ob Pferde das. Also irgendwo ist natürlich eine physische Grenze erreicht. Aber ich meine, könnte das Pferd da hoch? Vielleicht. Wer weiß? Es kann springen. Warum sollte es nicht mit den Vorderläufen immer da drauf und dann? Ne? Naja, gut. Ich meine, es will bestimmt auch nicht mit rein. Kann mir vorstellen, dass das kein besonders angenehmer Ort ist für so ein Tier. Solar. Ja, das ist schon mal sehr gut. Umwelt. Oh, das ist ganz toll, aber die hatten wahrscheinlich auch keine normalen Kraftwerke mehr. Ich finde das schön, da hinten die Aussicht. Wenn es jetzt nicht so aussehen würde, als würde ich den Berg umbringen wollen, dann wäre es, glaube ich, in jeglicher Hinsicht schön. So, Ellie, geh ruhig schon vor. Du kannst ja nicht infiziert werden, also... So, eigentlich sollte Ellie überall zuerst reingehen. Hä? Geh doch. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir uns um. Ich freue mich übrigens mittlerweile richtig auf die Last of Us-Serie, muss ich sagen. Ich finde immer noch die Schauspielerin für Ellie nicht so gut gewählt, aber wer weiß. Aber der Teaser-Trailer, der wurde letzte Woche... Der Teaser-Trailer, der letzte Woche veröffentlicht wurde, den fand ich richtig gut. Fand ich echt gut. Also, da habe ich auf jeden Fall Bock, die zu sehen. Es ist nicht so, dass ich dann gesagt habe, so ein Scheiß, ey, da hat sich einer keine Mühe gegeben. Naja, so. Also, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut euch den mal an. In der Zwischenzeit könnt ihr euch hier diese Labor-Safety-Rules anschauen. Die Folge ist allerdings noch nicht vorbei. Das hätte eine tolle Szene zum Beenden werden können, aber es ist insgesamt so wenig passiert in der letzten Stunde, dass wir nochmal ein bisschen weiter müssen. Hier ist übrigens eine von diesen Labor-Duschen. Immer Angst gehabt im Chemieunterricht, dass ich irgendwas ins Auge kriege und diese Augendusche verwenden muss, weil da musst du ja Dusche aktivieren und das Auge aufmachen, damit es ausgespült wird. Und alles, was mit Augen zu tun hat, das finde ich ekelerregend. Deswegen mag ich das, also ich kann mir jeden Horrorfilm anschauen, nur da, wo offene Knochenbrüche, also wo Knochen irgendwo rausgucken oder wo irgendwas mit Augen, am besten noch Nahaufnahme passiert. Nein. Nein. Nein, danke. So, wo ist Ellie? Wir machen Sachen lieber vorher kaputt, bevor später irgendwer kommt oder so, dann muss man dann keinen Lärm mehr machen. So, der Lehrstuhl ist aktuell unbesetzt, wie mir scheint. So wie jeglicher andere Stuhl hier auch. Aha, Drogen. Aha. Mhm. Ah, Lappen, sehr gut. Mhm. Ja, Türen. Ah, diese Dunstabzugshauben für Chemiemenschen. Und schon wieder so eine Dusche. Also hier wurde offenbar heftig experimentiert und geforscht. Merkt euch, je mehr von diesen Duschen und Kammern ihr seht, desto heftiger wird experimentiert und geforscht. So, hier ist jetzt nichts weiter. Was ist hier? Da gehen wir noch nicht hin.
bleiben wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Nicht viel aktuell. Ja, da vorne war eine Werkbank, keine Sorge, die habe ich gesehen. Hier sicherlich auch. Aber ich will, bevor ich zu so einem Ort gehe, lieber erstmal die ganze Umgebung durchsuchen, weil wenn ich dann, weiß ich nicht, wenn mir 10 Teile fehlen für irgendeine tolle Erweiterung, die ich haben will, dann denke ich mir, oh, jetzt habe ich die nicht, mache ich irgendwas Billiges. Dann produziere ich irgendwas Billiges und dann laufe ich nochmal rum und finde die 10 benötigten Teile danach, dann ärgert man sich ein bisschen. Aktuell will ich zwar nicht dringend irgendwas haben, aber das kann ja noch kommen in den nächsten 2 Minuten oder so, die wir brauchen werden, um diese Tür hinten aufzumachen und zur Werkbank zu gehen, weil in die nächste Etage gehe ich nicht, noch nicht, ohne Waffen verbessert zu haben. Zack. Na bitte. Kurz zu gucken, wie lang die Folge überhaupt schon ist. Was ist das? Noch mehr von diesen, ach, diese Teile, wo man auch mit, hier, diese Handschuhe, wo du von außen reingreifen kannst. Ich erinnere mich, wenn ich das hier angucke, an den Film Life mit Jack Gyllenhaal und ein paar anderen, die man so kennt. Guter Film, allerdings Horror. Also, aber guter Horror. Ich mochte den Film, sehr guter Film. Ein paar Mal schon geschaut. So, was haben wir diesmal für ein Werkzeug? Sieht aus wie, das ist kein Ringschlüssel, das ist irgendwas anderes. Sieht aus wie Ringschlüssel erfundenes Werkzeug. Naja. Kapitel 8. Verbesserter Radius von Brandbomben. Einsatz. Die korrekte Verwendung eines Brandsatzes ist wichtig, um die wirkungsvolle Detonation zu gewährleisten. Ja, Molotows. 2-mal so groß. Wie zu Beginn oder wie seit der letzten Vergrößerung? Und ich glaube, das ist ja schon mal vergrößert worden, der Radius. So, schade jetzt. Haben wir hier natürlich auch wieder ganz viele Sachen, die wir nicht mitnehmen können. Allerdings müssen wir mal schauen, ob wir irgendwann nochmal in den Raum zurück können, falls wir das noch brauchen werden. Es ist immer die Frage, ab wann das Spiel anfängt, Sachen zu despawnen und Gegenden aus dem Speicher zu laden. Weil im echten Leben könnte ich ja auch wieder zurückgehen zum Raum. Zumindest meistens. So, wo ist denn jetzt hier die... Ach, schon wieder vergessen gehabt, wo die Werkbank war. Aber so viel haben wir jetzt ja noch nicht erforscht hier. Da machen wir erstmal ein bisschen was Schönes hier. Zack. Okay. Okay. Boah. Schaut ihr euch auch Let's Plays an, wo jemand, der das Spiel spielt, quasi durchwascht durchs Spiel. Also Cutscene, jeden Kampf irgendwie bewältigen. Oder schaut euch lieber sowas an, wie das, was ich hier gerade mache. Also ich gucke mir beide Arten von Let's Plays gerne mal an. Deswegen kann ich die Frage nicht so gut beantworten. Es gibt Situationen, wo ich das eine bevorzuge, manchmal das andere, aber also wenn ich viel Zeit habe und auch währenddessen mal ab und zu ein bisschen chillen oder was anderes machen will, dann gucke ich mir gerne Let's Plays an, wo jemand länger braucht. Sowas wie Gronkh, der nimmt sich auch immer viel Zeit, um Sachen zu finden und so. Oder so einer, bei Story-Let's Plays und so finde ich sowas besser. Bei sowas wie, keine Ahnung, bei kleineren Spielen, bei nicht so storybezogenen Spielen oder Horrorspielen finde ich es manchmal besser. Obwohl Horror finde ich es auch geiler, wenn man sich mehr Zeit lässt, weil dann ist die Atmosphäre, die kommt dann besser auf. Sowas, was PewDiePie oder so macht, immer dazwischen labern, schnell durchrennen, manchmal Sachen skippen oder so. Oder nicht nur er, aber er ist jetzt mein Beispiel. Entschuldigung, dass ich hier nichts mache. Mit schnellen Videos und so, das ist dann halt was für zwischendurch, wenn man nur 10 Minuten Zeit hat, ne? Oder bei manchen Spielen passt das auch. So, die Reichweite vom Flammenwerfer, ohne den je benutzt zu haben, direkt vergrößern. Weil Flammenwerfer hilft mir nicht, wenn ich den nur auf 1 Meter Entfernung einsetzen kann. So, dafür haben wir offenbar auch schon unser neues Werkzeug gebraucht. Joel hat übrigens schon perfekt die passende Tasche dabei, um diese Werkzeuge so, als ob er es geträumt hätte. So, Schaden können wir leider nicht. Brauchen wir die Stufe 5. Nachladetempo. Auf jeden Fall. Einfach nur, weil ich aus Erfahrung weiß, dass der nicht besonders schnell nachlädt. Und weil wir dann damit quasi die höchste aktuell mögliche Ausbaustufe des Flammenwerfers haben. So, machen wir wieder ran, die Pulle. Das finde ich super, die Animation. Zack. So, den Bogen. Was nehmen wir denn häufiger? Ich glaube eher das Gewehr nochmal. Weiter reinzoomen, auf jeden Fall wichtig.
Oha, das sieht geil aus. Sowas sieht immer professioneller aus, wenn es so rote Ringe hat um irgendwas. Seht ihr, so ein Fernrohr mit einem roten Ring, das ist... Sehr gut. So, Schaden. Schaden auf jeden Fall. Und ich glaube, das war's dann noch fast schon. Ich glaube, viel mehr können wir gar nicht machen mit den 19 Teilen, die uns übrig bleiben. Das, was ist das, was der da... dieser Bolzen, denn die Kugel in den Schaft hineinschiebt, in die Kammer? Oder was ist das für ein Ding? Wie soll das den Schaden erhöhen? Vielleicht, indem es ihr wisst schon, da wo die Kugel detoniert, da wo die Ladung detoniert, vielleicht wird das dadurch besser abgedichtet und weniger von der Kraft kann sich nach hinten entladen in Richtung Rückstoß, sondern mehr nach vorne, damit die Kugel höhere Geschwindigkeit und mehr Kraft entfaltet. Das könnte sein, nicht, oder? Dadurch würde sich dann automatisch auch der Rückstoß verringern. Schätze ich. So, irgendwas können wir noch machen. Hier ist offenbar die Shorty, die hatte immer die besten Erweiterungen, die man unter 20 Teilen machen konnte. So. Oh, ich habe was vergessen, muss nochmal zurück nach Jackson. Schade, dass sowas nicht geht. Offene Spielwelt wäre geil. Aber natürlich bei storybezogenen Spielen fast nicht möglich. Also sehr schön. Relativ komplex wäre das. Und es würde teilweise auch Atmosphäre kaputt machen. Ich bin überzeugt davon, dass das Spiel hier als Open-World-Spiel nur dann funktionieren würde, wenn es nicht auf Story ausgerichtet wäre. So, schauen wir doch mal, was wir hier haben. Ach ja, nee, schauen wir doch nicht, was wir hier haben. Machen wir doch hier mal ein bisschen Pause, weil ich glaube, Pause, das braucht man ab und zu. Holt euch was zu trinken, was zu essen, denn falls ihr diese Folge verpasst habt, kommt dann ja direkt noch rein und könnt ihr euch die anschauen. Falls ihr das frisch nach Veröffentlichung schaut, also Grüße gehen raus an euch drei oder vier, dann weiß ich nicht, dann schaut euch einfach schaut euch einfach Part 30 von meinem originalen Let's Play an. Da bin ich mir schon ungefähr genauso weit gekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich ursprünglich war. Ich habe mir beim ersten damals auch ziemlich lange Zeit gelassen. Naja, gut, was auch immer. Bis morgen.